Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Nullpointer Airsoft. Mein Name ist Leo und ich will euch heute meine DIY Anti-Beschlag Airsoft Schutzbrille für Brillenträger vorstellen. Ich bin selber Brillenträger, auch wenn ihr es gerade nicht seht, aber auf Spielfeldern als Kurzsichtiger habe ich immer eine Brille dabei, um dann auch auf weite Entfernungen was sehen zu können. Als ich damals mit Airsoft angefangen habe, war das Beschlagen von der normalen Schutzbrille und später der großen Brille, unter der man dann auch eine normale Brille antragen konnte, so schlimm, dass sogar beide Gläser, die der inneren normalen Brille und der Schutzbrille, beschlagen sind. Ich habe damals fast mit dem Airsoft aufgehört, weil ich für mich einfach keine Methode hatte, irgendwie dieses Beschlagen loszuwerden. Es gibt da mehrere Abhilfen, unter anderem Anti-Fog-Spray oder andere kleine Hausmittel wie Seife in die Brille zu tun. Das zielt meistens darauf hinaus, dass man die kleinen Wasserpartikel, die sich dort bilden, an irgendwas bindet, was eben durchsichtig bleibt. Bei mir hat das meistens aber nichts geholfen, da sich das Ganze irgendwie wieder rausgewaschen hat, durch was auch immer, oder einfach vollkommen überlastet war mit der Menge an warmer Luft, die bei mir entstanden ist. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Luftaustausch zu machen. Das wird oft bei vielen Brillen durch passive Luftaustausch, durch irgendwelche Gitter oder andere Öffnungen hervorgehoben. Allerdings bei gerade zwei Brillen übereinander ist das auch meistens nicht ausreichend. Die dritte Methode, die ich bei mir jetzt eingebaut habe, sind kleine Ventilatoren. Diese können entweder kalte Luft von außen nach innen blasen, was oft gemacht wird. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, da ich die feuchte, warme Luft heraushaben wollte und somit ein weniger direkter Luftzug aufs Auge entsteht, was unter anderem einer Bindehautentzündung vorbeugt. Durch die passiven Kühlungen unten, beziehungsweise die passive Öffnung, wird kalte Luft nachgesogen, was ein sehr viel diffuserer Luftstrom ist, der nicht so schlecht für die Augen ist, aber trotzdem kalte Luft, die nicht beschlägt, nachliefert. Natürlich ist erst einmal zu sagen, dass so professionelle Methoden wie eine geschliffene ballistische Schutzbrille oder sehr gute Einsätze mit Thermalglas oder ein vollklimatisierter Helm oder sowas eigentlich immer die bessere Option sind. Aber diese kosten meistens 200 bis 500 Euro, wenn sie wirklich gut sind. Und viele, gerade Anfänger, die ja oft das Beschlagsproblem haben, können sich das oder wollen sich das einfach nicht leisten. So ging es auch mir damals. Und meine Brille zielt eben darauf hinaus, eine sichere, aber trotzdem wirklich gut funktionierende Version zu machen. Denn es gibt auch viele Ventilatorschutzbrillen, die eben entweder nicht sicher sind oder eben gar nichts bringen. Und ich habe mich da selber dran gesetzt und über die Jahre so ein bisschen herumgewerkelt und meine Brille ein bisschen verfeinert und bin jetzt der Meinung, ich kann sie euch hier präsentieren, um damit ein paar Leuten zu helfen. Meine Airsoft-Brille besteht erstmal aus einer ganz normalen Airsoft-Schutzbrille, wer hätte es gedacht? Und zwar habe ich auf einen besonders breiten Rand geachtet, um nicht nur meine Brille, normale Brille darunter zu bekommen, sondern eben auch die Ventilatoren dort oben gut befestigen zu können. Welche Brille ich hier genau benutze, will ich euch noch nicht direkt sagen, denn da gibt es ein, zwei kleine Sachen, die ich noch anmerken will, deswegen ich diese nicht direkt 100% recommenden kann. Aber dazu am Ende des Videos nochmal mehr. Als zweites habe ich dort oben einfach ein viereckiges Loch in der Größe des Ventilators reingemacht. Der Ventilator ist einer der relativ seltenen 10x10mm Versionen. 15x15mm funktionieren bei manchen auch, bei manchen Brillen mit genug breitem Rand. Die sind relativ schwer zu bekommen. Ich empfehle da eBay oder AliExpress. Auf Amazon oder so wird man da meistens eher weniger fündig, auch in normalen Hardware-Läden nicht, weil die einfach sehr selten sind. Und außerhalb von eBay, wo man sie öfter in kleineren Mengen auch bekommt, sehr teuer sein können. Ich habe jeweils einen für, glaube ich, 5 Euro bekommen. Dann habe ich die beiden verkabelt, ganz normal mit den Kabeln, die dabei waren und ein paar extra, und parallel geschaltet. Ich empfehle euch, die nicht in Reihe zu schalten, sondern parallel, denn beide dieser Ventilatoren laufen auf 4, irgendwas Volt und ich kapsel das Ganze an eine Powerbank, die sich hier an meinem Helm befindet, die eben einen 5 Volt Anschluss hat und deshalb ja ziemlich genau das, was die Ventilatoren da ausgeben auch oder brauchen, auch wirklich ausgibt. Das Ganze läuft dann an einen kleinen Plug hier an der Seite. Den verbindet man dann mit einem längeren Kabel, das ich hier habe, das dann an einen USB angesteckt wird, eine USB-Powerbank. Unten drunter habe ich dann nochmal, hier waren so kleine rausnehmbare Flächen, die habe ich rausgenommen und ein Gitter draufgeklebt und von beiden Seiten, von innen und von außen, gut mit Heißkleber verklebt. Das Ganze ist auch ziemlich, ziemlich stabil, also auf jeden Fall stabiler als manche andere Konstruktionen, die ich schon gesehen habe, und auf jeden Fall hält das die BBs aus. Genauso habe ich oben auf die Ventilatoren zum Schutz auch nochmal kleine Gitterstücke gemacht, um die Ventilatoren selber ein bisschen zu schützen und vor Splittern, die dann durch die Ventilatoren eventuell ins Auge gelangen könnten, zu schützen. Das Ganze ist übrigens sehr üppig und ausgiebig mit Heißkleber hier zusammengekleistert. Ich finde, dass Heißkleber da eine sehr gute Wahl ist. Nicht nur kann man den einfach auftragen, nicht nur wird er schnell fest und hat nicht
so die Angewohnheit, wie manche Flüssigkleber sich in die Ventilatoren reinzufließen. Außerdem ist er ein bisschen elastisch, was dabei hilft, wenn man die Brille so ein bisschen bewegt, um zum Beispiel die Wechselgläser einzusetzen, wie man sie hier sieht, und wenn man das Ganze auf der Nase hat. Außerdem ist Elastizität bei BB-Aufprall ganz gut, weil dadurch wird ein bisschen der Kraft an den Rest der Brille verteilt und einzelne Stücke brechen nicht so leicht ab. Innen befindet sich dann meine Brille. Das ist eine ältere Brille von mir, die hat fast die gleiche Stärke wie meine jetzige, ist aber ein bisschen kleiner. Und diese habe ich einfach die Bügel entfernt, ein bisschen heiß gemacht vorne, um sie mehr an die normale Form meiner Brille anzupassen, meiner Schutzbrille anzupassen. Und dann mit 3 Klettstücken auf der Brille und auf der Schutzbrille in die Brille reingeklebt. Dadurch bleiben sie ein bisschen beweglich, was sehr gut ist, wenn man doch irgendwie Luftstromprobleme hat und irgendeine der beiden Gläser noch ein bisschen beschlägt. Dann kann man die vom Winkel her ein bisschen anpassen und damit einen optimalen Luftstrom und das wenigste Beschlagen garantieren. Ihr könnt das Ganze natürlich einkleben, wie ihr wollt, oder anders befestigen oder was 3D drücken, wie ihr da Lust und Laune habt. Ihr könnt auch einen dieser normalen Brilleneinsätze nehmen, wenn ihr die von einer anderen Schutzbrille zum Beispiel habt, und diese da einsetzen. Dieses Brillenmodell hat für mich das Beschlagen auf Airsoft-Feldern fast vollkommen eliminiert. Ich habe eigentlich wirklich gar keine Probleme mehr damit. Perfekte Lösung für mich. Und das Ganze hat sogar so gut geklappt, dass ich für meinen Kumpel eine zweite gebaut habe. Jetzt kommen wir allerdings zu dem Problem, wieso ich euch das Modell bzw. die Marke der Brille, die ich verwende, um meine Modifikationen zu machen, vorher nicht genau verraten habe. Und zwar kann ich euch nicht garantieren, dass diese Brillen 100% Airsoft sicher sind. Wir reden gleich ein bisschen über Airsoft-Schutzbrillennormen bzw. Schutzbrillennormen generell. Ich habe euch deshalb einen Link in die Beschreibung gepackt im ASVZ. Da wird das Ganze so ein bisschen besser erklärt, falls irgendwas ein bisschen zu verwirrend ist für euch. Das Grundmodell dieser Brille ist die erste, die ich gekauft habe. Und zwar habe ich die vor einigen Jahren im Airsoft-Shop meines Vertrauens als Airsoft-sichere Brille gekauft. Diese habe ich nach einigem Suchen, um genau dieses Modell wiederzufinden, auf Amazon entdeckt für den halben Preis. Die rechte Brille hat, wenn man ins Glas schaut, dies ist übrigens ein Auswechselglas für dieselbige Brille, ein Z87 Plus Rating eingraviert. Dies ist ein amerikanisches ANSI Rating. Für Airsoft, laut dem Post, den ich euch reingestellt habe, aber nicht wirklich sicher genug. Für 0,5 Joule, was ich hauptsächlich spiele, passt es aber trotzdem. Allerdings hat diese Brille, welche ich später auf Amazon gekauft habe, überhaupt kein Rating eingraviert. Und auch auf der Webseite des Verkäufers findet man nicht irgendeinen Anhaltspunkt über die Sicherheitsrating dieser Brille. Ich habe also ein bisschen nachgeforscht und herausgefunden, dass einige Shops, sowohl Amazon als auch wirklich Airsoft-Shops, im Laufe der Zeit diese Brille unter verschiedenen Markennamen bzw. unter verschiedenen Modellnummern verkauft haben. Am wichtigsten sind davon genau zwei, ein deutscher großer und ein englischer großer bzw. ein amerikanischer großer Airsoft-Store. Diese haben sie beide als sichere Airsoft-Schutzbrille im amerikanischen einmal mit diesem Z87 Plus Rating und im deutschen mit dem EN166B Rating verkauft. Beim EN166B Rating muss man dann noch dazu wissen, dass dieses Rating für Airsoft absolut geeignet ist. Die gleiche Brille, nur mit anderen Headstraps, wurde also unter zwei verschiedenen Namen mit zwei verschiedenen Sicherheitszertifikaten verkauft. Auf Amazon habe ich Listings gefunden, wo diese eben überhaupt nicht, wie sie heute verkauft wird, überhaupt nicht zertifiziert verkauft wird und auch einmal als EN166F verkauft wird, was eben nicht sicher für Airsoft ist, und auch mit EN166B, was wiederum sicher ist für Airsoft. Dieselbe Brille ist also in verschiedenen Sicherheitsprüfstandards überall auf der ganzen Welt immer wieder aufgetaucht. Ich kann allerdings nicht bezeugen, dass es komplett die gleiche Brille war, aber ich habe mir es ganz genau angeschaut und auf den Bildern sehen die immer genau gleich aus. Es sind die gleichen Markings an den gleichen Stellen drin. Ich habe sogar einige Verkäufer angeschrieben, allerdings konnte mir keiner von denen wirklich eine Antwort geben, wo genau die herkommen und wer genau sie verkauft. Allerdings bin ich der Meinung, weshalb ich diese Brille auch weiterhin benutzen werde, dass alle diese Brillen grundsätzlich alle diese Zertifikate erfüllen. Allerdings kosten Zertifizierungen Geld. Die wirklich großen Airsoft-Shops, die es als sichere Brille verkaufen wollten, haben sich gedacht, wir nehmen die örtlich wichtigen Zertifizierungen. In Amerika ist das oft eben dieses Z87 Plus, in Deutschland das EN166B. Diese Zertifizierungen kosten Geld, deswegen kosten in oder haben damals, als sie noch verfügbar waren, diese Brillen in Airsoft-Shops ungefähr 30 bis 40 Euro gekostet. Auf Amazon spart man sich allerdings diese Zertifizierungen, da dort wohl nicht darauf geachtet wurde und deswegen werden die Brillen dort auch zum halben Preis angeboten. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass diese Brillen alle gleich sicher sind,
aber ich kann es nicht beweisen, weshalb ich euch ein bisschen davon abrate, diese Brillen auch wirklich zu kaufen. Kauft stattdessen lieber eine gute, breite Airsoft-Brille mit wirklich bestätigten Standards. Oder wenn diese Brille mit EN166B wieder irgendwo auftaucht, dann kauft sie dort. Dann seid ihr absolut sicher und macht dann die Modifikation rein und ihr seid auf der sicheren Seite. Zu allerletzt wollte ich euch nochmal fragen, ob ihr an einem Beschusstest zu diesen Brillen interessiert werdet. Ich habe im Moment leider keine hochjuligen Airsofts da, das heißt, ich kann es nicht ausprobieren. Allerdings habe ich mir gedacht, dass nach dieser Zwangspause hier ich mich vielleicht wieder mit ein paar Leuten auf dem Feld treffe und dann mal so einen kleinen, möglichst wissenschaftlichen Beschusstest sowohl der Z87 Plus als auch der angerateten Amazon-Brille versuche, um mal rauszufinden, was diese denn wirklich können. Wenn ihr da Bock drauf hättet, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann kann ich gucken, dass ich das Ganze auch gut aufnehme. Des Weiteren hättet ihr Interesse an einem wirklich detaillierten Aufbauvideo, wo ich so eine Brille auf Video wirklich mal zusammenbaue, euch ein paar kleine Tricks zeige, wie man diese Löcher da am besten reinschneidet, was für Ventilatoren man benutzt, wo man die herbekommt, dann auch wirklich alles mit Links. Wenn ihr darauf Interesse hättet, wäre es schön, wenn einer von euch, der so eine Brille unbedingt haben will, sich vielleicht mal mit mir in Verbindung setzt. Dann kann man einen kleinen Deal ausmachen. Das heißt, ich werde die Einzelteile für dich bestellen, zusammenbauen, im Video dann zeigen und du bezahlst sozusagen nur die Teilkosten ohne die Arbeitskosten oder sonstige Sachen und den Versand natürlich noch. Wenn einer von euch da Bock drauf hätte, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, eine Nachricht, was auch immer. Dann können wir das, denke ich, in die Tat umsetzen. Zu allerletzt wollte ich euch nochmal fragen, was für andere Videos, die keine Gameplay-Videos sind, ihr von uns vielleicht noch sehen wollt. Wir haben jetzt auch ein Instagram, wo wir mal coole Bilder posten, eine Arts4Set-Page und Facebook-Page, wo wir Events, falls wir diese organisieren, oder Spieltagbilder oder so hochladen. Wenn ihr mit uns spielen wollt oder mal auf einem Event dabei sein wollt, uns einfach anschreiben. Wir spielen im Münchner Raum in Olching. Wenn ihr wissen wollt, wie man auf dem Spielfeld mit uns mitspielen kann oder mit den anderen, die da spielen, schreibt uns einfach einen Kommentar, eine private Nachricht irgendwo. Wenn ihr wollt, lasst ein Like da, ein Abonnent da, Instagram, Follow, was auch immer. Freut uns immer sehr, spornt uns an. Ich weiß, es nervt immer ein bisschen mit diesen Abmoderationen, aber ist wirklich ganz wichtig und viele vergessen es immer. Das heißt, würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da was da lasst. Dann bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es kommt schneller als die davor. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann ciao.